liebes, anwesendes und virtuelles Publikum. In diesen schwierigen Monaten sind Planungsänderungen ebenso kurzfristig wie unvermeidlich. Deshalb begegnen wir uns leider nur über den Bildschirm. Als Professor Felten mich zur Eröffnung der heutigen Sektion des Workshops nach Leipzig einlud, habe ich mit Freude gleich zugesagt. Denn ich halte nicht nur im Gran Teatro della Vita Theater und Theatralität bei Federico Fellini für ein faszinierendes Thema anlässlich des Jubiläums 2020 von Federico, sondern, und das ist die Hauptsache, wäre mir die erste Begegnung mit dem CiCi, mit den Italienisten vor Ort, mit der Schaubühne Lindenfels und dem Literaturhaus und mit der Stadt Leipzig eine echte Herzensangelegenheit gewesen. Warum? Leicht zu sagen, erst seit Anfang Sommer bin ich als neue Leiterin des Italienischen Kulturinstituts in Berlin im Amt und bin sehr gespannt auf die vielen unterschiedlichen Aktivitäten zur Förderung der italienischen Kultur, die in Verbindung mit dem Kulturinstitut Berlin entstehen. Leipzig gehört dazu und ich möchte sagen, überhaupt zu den zweifellos lebendigsten Orten, an denen ein reger Austausch mit Italien stattfindet. Und natürlich spielen die Personen und Institutionen vor Ort dabei eine entscheidende Rolle. Das CiCi, Centro Interdisciplinare di Cultura Italiana der Universität Leipzig, das die italienbezogenen Aktivitäten bündelt, ist sicherlich unser wichtigster Ansprechpartner. Und ich bin froh, dass eine so vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren entstanden ist. Wenn ich Ihnen allen heute einen erfolgreichen Workshop mit so vielen originellen Einblicken in die Welt Fellinis und sogar Sorrentinos wünschen darf, tue ich dies vor allem auch mit der Zuversicht, dass wir unsere Zusammenarbeit unter bald günstigeren Umständen fortsetzen werden. Mit den besten Grüßen aus Berlin und in der Hoffnung auf ein nicht allzu entferntes Treffen in Leipzig. Viele herzliche Grüße. Auf Wiedersehen.